Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Blattseiten. Für euch im FS1-Studio in der Bergstraße Salzburg, Sabaha Sinanovic, und bei mir heute zu Gast der junge Autor Christopher Schmalen. Hallo Christopher. Hallo Sabaha. Zum Christopher gleich am Anfang, teils lyrisch, teils prosaisch, nähert er sich wortverliebt den Zwischenwelten und Tönen, gleitet von Zustand zu Abstand, von Ausbruch zu Halsbruch und bereist innere wie äußere Landschaften voll Zwischeninselpoesie. Christopher Schmall wundert sich wund zwischen W und Aber. Er wurde 1993 in Salzburg geboren, wo er als Barherr im Literaturhaus, als freier Radiomacher bei der Radiofabrik Salzburg und vor allem als junger Schriftsteller tätig ist. Sein erster Lyrikband Seelensplitter erschien im Mai 2016 in der Reihe Lyrik der Gegenwart bei Edition Art Science. Das Buch können wir natürlich auch herzeigen, genau, damit man weiß, wie es ausschaut. So schaut der Band aus. Die Grafik hat im Übrigen ein guter Freund von mir gefertigt, nämlich der Daniel Danko. Ah ja, danke an den Daniel. Erste intensive Beschäftigung mit Dichtung und Sprachkunst hattest du ab 2008, genau, in einem Freigegenstand. Da hören wir vielleicht später noch einiges darüber. Lesungen im Literaturhaus Salzburg, im Club Denkmal, in der Gniegler Kunstmühle und beim Büro du Grand Mot, also Kulturkeule und so weiter. Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften, wie im Nachtfahrt-Perlentaucher-Blog. Von 2011 an hast du regelmäßig im Freien Radio Salzburg, also eben in der Radiofabrik, da bist du immer wieder zu hören, aber du hast auch Lesungen eigener und auch fremder Texte. Seit 2013 bist du Mitherausgeber der Sendereihen Artarium und Nachtfahrt. Gegenwärtig bist du eben als Barherr im HC Artmann Café im Literaturhaus Salzburg und Mitglied der Salzburger Autorinnengruppe. Christopher, meine erste Frage an dich. Wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen? Das hat eigentlich schon vor Kreativ Schreiben angefangen, aber da habe ich halt nur daheim für mich geschrieben. Und dann eben durch den Freigegenstand, der hat für mich wirklich ein Tor geöffnet zur Sprache. Und eben Gerlinde Weinmüller, eben eine Salzburger Autorin, hat den geleitet. Ich bin auch in den Genuss gekommen, sie in deutschen Regionen ein Jahr lang zu haben, bevor ich dann freiwillig aus der Schule austrat. Aber ja, Kreativschreiben hat wirklich sehr viel in mir bewegt und mich wirklich zu der Sprache geführt, die ich jetzt habe. An welcher Schule war das denn? Im Bundesgymnasium Nonntal in der Preisallee. Okay. Was ist dir denn wichtig bei deiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sendungsmacher bei der Radiofabrik Salzburg? Ich glaube, was ich immer gern sage, die Radiofabrik zeichnet sich durch die Vielfalt aus. Die Vielfalt macht uns einzigartig. Und das versuchen dann Norbert, mit dem ich die Sendung gemeinsam gestalte, auch wirklich auch zu machen, mit einer Vielzahl an Themen, mit einer Vielzahl an verschiedenen Themen vor allem. Und was für mich am allerwichtigsten ist, ist immer die Musik. Und wie Musik mit den Worten, mit unseren Gesprächen, mit den Bildern, die wir im Kopfkino unserer Zuhörer erzeugen, wie die zusammenwirkt und was für Stimmungen da entstehen. Wir arbeiten sehr viel mit Gefühlseindrücken und Stimmungen eben. Und ja, Bilder zu erzeugen. Ja. Was war denn das Thema eurer letzten Sendung? Das Thema unserer letzten Sendung, die hat geheißen Mädchenüberfluss. Da haben wir nämlich unsere Auszubildende, die Laura, eingeladen und unsere EU-Freiwillige, die Kautar. Und mit denen haben wir dann eine bilinguale, also eine zweisprachige Sendung gestaltet, auf Englisch und auf Deutsch. Und einen Text haben wir übersetzt, einen italienischen gemeinsam. Und ja, wir haben über ihre Arbeit in der Radiofabrik geredet und über uns. Ja, also eigentlich einfach ein Wohnzimmergespräch. Ist das Thema Gender oft bei euch in der Radiosendung zu hören? Das Thema Gender vielleicht nicht als solches, aber wir setzen uns immer wieder mit Identität auseinander und mit den Reisen, die ein Mensch in sich macht, so wie die er heraus in der äußeren Welt macht. Aber ja, also es kommt immer wieder in verschiedensten Formen
Form bei uns. Du hast ja den Lyrik, also den Freigegenstand, kreatives Schreiben erwähnt. Denkst du, dass das Bildungssystem die Kreativität junger Menschen fördert in Österreich? Nein, muss ich ehrlich zugeben. Zumindest nicht so, wie es meines Erachtens gehört. Ich nehme jetzt einfach mal Deutsch als Fach. Ja. Man schreibt sehr selten kreative Texte, wo man jetzt wirklich Bilder erzeugen muss oder wirklich einfache Geschichte erzählen. Weil es geht auch sehr oft ums Geschichtenerzählen bei mir in der Sendung. Und das wird vor allem verabschiedet. Kreativ Schreiben, so wie sehr viele Freigegenstände, sind jetzt gestrichen worden. Die gibt es nicht mehr. Und wenn man solche Gegenstände streicht und Kindern und Jugendlichen die Chance nimmt, sich irgendwie kreativ auszuleben. Weil ich finde, Kreativität und alles, was dazugehört, ist existenziell für einen Menschen, um einfach irgendwas Ausdruck zu verleihen, was in ihm noch nicht wirklich Gestalt hat. Es hat großen psychologischen Nutzen. Und ja, das wird eben verabsäumt, dass das gefördert wird. Und es wird eigentlich eher immer das Gegenteil gemacht. Auch in der Zentralmatur zum Beispiel, es ist alles vereinheitlicht. Ganz richtig. Mhm. War das auch mit ein Grund, warum du dich dann entschlossen hast, die Schule abzubrechen? Sicherlich. Da hat es so viele Gründe gegeben und das war sicherlich einer davon. Ja. Mhm. Also ich habe mich einfach nicht wahrgenommen gefühlt als Mensch, sondern einfach als Stück Fleisch, was da jetzt halt durch das Schulsystem irgendwie gehen muss, damit es dann ein richtiges Leben führen kann oder wie auch immer. Und ja, na, also ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt drin und das war der Hauptgrund. Aber ja, dass eben meine kreative Seite nicht wirklich sprießen können da drin und das war sicherlich auch ein Grund. Mhm. Ja. Was sind denn deine nächsten Projekte? Ich arbeite gerade an zwei Büchern, am zweiten Lyrikband, der wird gegenstandslos heißen. Da kommt dann noch ein bisschen experimentellere Lyrik, ein bisschen also grafische Gedichte kommen da drin vor. Das Buch ist viel gegliederter als eben Seelensplitter, weil Seelensplitter, das sind einfach Splitter, die einfach in irgendeiner Reihenfolge zusammen was Eigenes ergeben. Aber in gegenstandslos gibt es 12 Gedichte, die die Monatsnamen tragen und die unterteilen das Buch irgendwie. Das ist eben das eine Projekt. Und das zweite heißt Dort und Da. Das ist ein Prosaband, aber ich erzähle keine Geschichte, ich schreibe keine Kurzgeschichten, ich schreibe keine Essays, sondern es sind eigentlich vielmehr Stream of Consciousness, war ein großer Einfluss auf jeden Fall. Ich habe sehr viel mit einem damit gearbeitet. Friederike Mayröcker hat mich sehr inspiriert beim Schreiben. Und es fängt eben mit dem Teil Dort an, wo ich in Fronleiten in der Steiermark 10 Tage lang einfach geschrieben habe und dort eigentlich einen neuen Stil für mich entdeckt habe beim Prosa-Schreiben. Und der Teil Da, der aus Fetzen besteht und das Splittern wiederum, die ganz cut-up-technisch angereiht werden und ja, sehr, sehr poetisch, aber halt in der Prosa. Und es sind Gedankenwürfe, Gedankenfasern, Fetzen, Splitter eben, die ja, vielleicht ein bisschen was von meinem Hirn herzeigen. Aber vielleicht kannst du uns jetzt zum Schluss auch noch kurz erklären, was ist denn so der Unterschied zwischen Lyrik und Prosa? Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jeder und jede weiß. Also Lyrik sind Gedichte und Prosa sind Romane, Kurzgeschichten, wo einfach wirklich Sätze geschrieben werden, die dann keine Zeilenumbrüche haben oder so, oder zumindest keine solchen wie in Gedichten, wo teilweise nur 5 Worte in einer Zeile stehen. Aber für mich gibt es da eigentlich nicht so den großen Unterschied, bis eben auf die Zeilenumbrüche. Weil für mich ist die Prosa lyrisch und die Lyrik sehr prosaisch teilweise.
Und ich vermische das beides recht gern, auch wenn ich eine Geschichte erzähle, also wirklich eine Geschichte mit Charakteren, mit einer Handlung. Da kommen dann auch immer wieder Gedichte vor oder es steht dann einfach nur ein Wort in einer Zeile. Also ich mische das recht gern. Also für mich ist ein Text einfach ein Text und Sprache einfach Sprache. Und ohne irgendwelche Einkastelungen, Schachtelungen. Also ist, ja, das, was es ist. Hast du auch vor, mal in einer anderen Sprache als Deutsch zu schreiben? Tue ich in einer Art und Weise, weil, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ich arbeite auch schon seit geraumer Zeit an einem Fantasy-Projekt. Mhm. Aber kein Fantasy-Roman der normalen Natur, sondern mehrere Geschichten, die ineinander verwoben sind. Es geht nicht um den Endkampf zwischen Gut und Böse oder um irgendeinen Ring, der gefunden werden muss. Und es gibt auch keine Elben und Zwerge und so weiter. Es ist einfach ein Reiseroman, aber in einer erfundenen Welt und mit einer erfundenen Sprache, erfundenen Sprachen eigentlich, die eben vorkommen in einem Buch. Aber ich schreibe auch manchmal Gedichte auf Englisch. In meinen Texten kommen oft einfach englische Begriffe vor, einfach so, weil ich den Wortklang schön finde, weil ich arbeite auch sehr viel mit Klängen und eben mit Bildern und mit, ich versuche die äußere Welt in der inneren zu spiegeln und vice versa. Chris, wir können dich jetzt natürlich nicht gehen lassen, ohne dass du uns eine Kostprobe deiner Poesie gibst. Ja, gerne doch. Das obligatorische Wasser. Genau. Ich habe mir übrigens was Nettes überlegt. Ich wollte jetzt keine Texte vorbereiten, wie man es normalerweise tut bei Lesungen, sondern ich schalte das Buch einfach irgendwo auf, nachdem ich ein Gedicht gelesen habe. Und dann schauen wir, was passiert. Super. Also dann lese ich das allererste Gedicht im Buch vor. Aufbruch. Ich lebe auf Bruch. Immer in Scherben, auf Splitterwegen und zerbrochener Zeit. Ich lebe auf Bruch und du fügst mich zusammen. FM. Sie hasst den Tod, sie hasst den Tod, sie hat den Mond, sie macht den Ton. Sie schreibt mich ein, sie kennt die Farbe und legt sie mir auf den bebenden Mund. Als Geschenk an die Welt, als brennende Fracht, auf der Wiese liegen raue Gedichte. Ihre Stimme ist stark und trennt mich von gestern. Worte fallen in den steigenden Morgen und zarte Reime in rotem Aspik. Hände. Du legst mir die Hände in den Schoß. Ich erblühe in deiner Berührung. Was wäre, wenn, ist mir gleichgültig. Wir leben den Moment, der uns umschließt, unseren Atem nimmt, ihn neu definiert. Ich wachse in deiner Umarmung. Du legst mir die Hände in den Schoß und mit ihnen meine Träume. Trotzdem. Im Sommerabend dein Kuss. Träge und schwer die Sonne, die alles speist. Träge und atemlos mein Wort vom Verfall. Träge und zeitgestillt deine Sprache, die ich atme. Mit jedem Zug, der immer entgleisen könnte. Und trotzdem leben auf Scherben, die wir zusammensetzen, ins Licht unserer Liebe. Danach. Zuerst die Glut und dann dein Kleid und dann die Haut und dann mein Haar und dann der Raum und dann die Zeit, auch unser Feuer mit den Kreisen und den Türen und dann das Berühren, das Fühlen, das Spüren. Geständnis. Vielleicht am Morgen werde ich gestehen, was die Nacht mit mir gemacht hat.
Spätsommervision. Ich gehe auf bunten Straßen, vor mir legt sich der Tag, Kälte wartet noch. Seltsam, wie Wolken sich dehnen und die Sonne in die Mitte rücken, Herbstmandala. Sie ist schon müde, genauso wie ich. Und während ich Bäume bemale und Felder erhebe, hüllt sie sich in Schweigen. Der Wind wirbelt den Weg auf, in meinen Haaren verfangen, Aschenaugen, Wurzelatem, in meiner Kehle nisten Igel. Ich sehe mich aufsteigen in den Geist des Herbstes, Lieder von Unschuld, einsame Tränen, erhängte Gedichte, Bilder wie Trommelschläge, Gesänge, Mantras, rituelle Stimmen, glasige Schweigen und tote Äste tragen mich hoch in die Tiefe des Himmels, tragen mich hoch in die Stille der Berge, tragen mich hoch in die Kronen der Engel, tragen mich hoch in den letzten Tag. Ich gehe noch immer auf bunten Straßen, beobachte leise das Leben der Zeit. Ich gehe noch immer auf bunten Pfaden, beobachte still wie ein totes Blatt vorsichtig zu Boden sinkt. Vielen Dank. Gerne. Ja, das war heute ein Blattseiten mit Christopher Schmall. Eben der Lyrikband ist erschienen in der Edition Art Science, so schaut er aus. Seelensplitter, Lyrik von Christopher Schmall, einem jungen Autor aus Salzburg. Vielen Dank, dass du heute bei FS1 in den Blattseiten warst. Danke für die Einladung. Gerne. Weil du bist ja auch ein Kollege von der Radiofabrik. Eben. Genau, gerne. Wir haben auch schon mal Sendung gemeinsam gestaltet. Stimmt. Auf der Radiofabrik. Genau. Ist zwar auch schon mal Zeit her, aber stimmt. Ja. Haben wir gemacht. Jenska Sova. Genau, Frauenzimmer. Ja, genau, das ist meine Sendung. Voll. Gut. Ja, danke schön. Das war ein Blattseiten für die Regie Sarah Beli Zeitlinger und für euch im Studio bei FS1 Sabaha Sinanovic und mein Gast Christopher Schmall. Bleibt bei FS1 und bis zum nächsten Mal.